Ja, los, haut rein. Ihr Schützen, ihr bleibt bitte hier und der Rest sofort stürmen. Willkommen zurück. Glück auf. Wir bekämpfen die Rodoks wieder. Und zwar auf offenem Felde. Wir haben noch einige Ritter und Waffenknechte am Start. Damit werden wir sie das Fürchten beibringen, töten, tun oder was? Ich bin Lord Peter. Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich auf Dauer bezwingen? Das ist doch erst der Anfang, was ich hier vorhab. Das ist doch alles erst der Anfang. Die winzige Rebellion. Eines Tages werde ich über ganz Kalrania herrschen. Ihr werdet sehen. Und dieser Tag ist nicht mal annähernd so fern, wie ihr denkt. Denn ich habe viel Ehrgeiz, auch wenn ich den manchmal gut verstecke. Genau wie meine Treffsicherheit. Na, läuft doch gut. Da steht noch einer. Und denkt sich, er könnte feuern. Aber dem habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht vom Feinsten. Gut gemacht, Männer. Ein Verwundeter, damit kann ich voll und ganz leben. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Diese Gambasons, die sind echt gut. Es regt mich nur auf, dass die so grün sind. 38er 5, 43er 14, der ist einfach besser. Es tut mir leid. Deshalb kriegt er das, bis ich Kohle habe, euch was Anständiges zu kaufen. Für echte Männer. So, damit haben wir dem Feinde jetzt wieder richtig schön wehgetan. Aber dennoch, es ist nicht genug Schaden, als dass es jetzt genügen würde, sage ich mal. Was wir wirklich brauchen, sind weitaus mehr tatkräftige, heftige Krieger. Und dazu zählen auch die Wachen, die ich gerne in meinem Reihen wissen würde. Weil die müssen halt auch ausgebildet werden, ne? Das ist das Problem. Waffenknecht. Milizen. Meinte der Telrock kommt jetzt endlich mal mit? Weil wir bräuchten wirklich ein paar Leute, die uns mal ein bisschen mit von hinten unterstützen würden quasi. Und zwar nicht so, wie ihr das jetzt schon wieder versteht. Der will mir nicht folgen. Das miese, geleckte, kleine Würsteli. Noch ein paar Scharfschützen mit am Start. Oh, zieht's euch rein. Ich hasse euch, Rodok-Pack. Ja, kommt her, kommt. Kommt zu Papa. Der König höchst selbst möchte mit mir fighten, habe ich gehört. Nein, das habe ich jetzt eher nicht gewollt. Och, verfluchte Rodoks, kann denn das das Ende? Oh, nee. Ja, was kriegt der denn auch immer für Karten? Was soll ich denn hier bitte machen? Ich komm doch nicht mal ran. Wir positionieren jetzt all unsere Truppen irgendwo da hinten. Könnt ihr mich mal bitte durchlassen? Ich muss sehen, was Sache ist, ihr Ärsche. Wir befinden uns hier im Krieg. Da musst ihr auch mal ein bisschen hier, hör mal. Drecks-KI.
will euch alle erstmal hier hinten haben. Was rennt ihr da hinten schon wieder rum? Ich glaube ja, wo es hackt. Verdammt, wir müssen irgendwie diesen Hügel erstürmen hier. Weil dafür müssen wir wohl oder übel unsere Armee erstmal hier hinten hinkriegen. Von hier aus haben wir nämlich wenigstens eine Chance. Oder auch nicht, weil hier ist die Karte schon vorbei. Kacke. Dann versucht euch mal hier hinten hin zu machen. Wo sind die Feinde? Die sind geradezu hier. Geradezu. Dann zum Angriff. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Von hier aus attackieren. Anders können wir es nicht machen. Zu viel Gebirge hier. So ein Mist. Die Stadt ist so strategisch gut gelegen. Da hat man von allen Seiten Probleme ranzukommen. Hier sind die Rodoks voll in ihrem Gebiet. Aber ich denke, wir haben uns ganz gute Chancen ausgehandelt, dadurch, dass wir jetzt von der Seite reinknallen. Da sind sie, die Lümmel. Holt's euch. Können wir den Spieß nämlich voll umdrehen, Leute. Na, jetzt kämpfen wir von zwei Seiten. Wir haben die voll in die Zange genommen. Hier unten kommen nämlich unsere Leute, wenn ich das recht sehe. Oh, nee, das sind nicht unsere. Genau genommen ist das eine ziemlich beschissene Position hier. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken, uns zurückzuziehen, Peter. Wenigstens haben wir die Gegner ein Stück abgelenkt. Und der Baum hat uns verraten. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir ziehen uns zurück, solange wir es noch können. So eine Pleite gegen die Rodoks. Die sind eben doch nicht unbedingt zu unterschätzen, ne? Die Mistkrücken. Ja, hau bloß ab. Blöder König. Hau bloß ab, du Runzelrübe. Und gib mir Rekruten ab, aber ganz zackig. Halle der Fürsten. Wir machen jetzt mal was Zukunftsorientiertes. Wir überstellen dem Kumpel mal ein paar Leute. Hier, bitteschön. Hier hast du noch ein paar. Hier hast du noch einen. Na, die Swadischen behalte ich mal. Hier, komm. Du kriegst auch die ganzen. Du kriegst jetzt erstmal alles, was Rodok ist. Dadurch verlieren wir zwar viele Männer, aber du hast eine ordentliche Truppe am Start. So, und dann folgst du mir mal, damit du mit diesen Männern keinen Unsinn baust. Weil der Peter muss jetzt nämlich los. Und sich neue Rekruten holen, weil du meine ganzen Leute hast. Deshalb werden wir jetzt gemeinsam durch die ehemaligen Rodok-Lande ziehen. Und mir ein paar neue Schützen besorgen. Es sei denn, die Einheimischen hätten etwas dagegen. Was aktuell anscheinend der Fall ist. Was mir aber egal ist, ich habe die alle durchlöchert. Wie Gäse.
Ich brauche nämlich einfach noch einen starken Fürsten im Nacken. Komm mit, wir brauchen noch mehr Rodoks. Ich habe dir fast meine ganze Rodok-Armee gegeben, ja? Das Loch muss ich jetzt stopfen. Ist das euer Ernst? Ist das alles, was ihr mir jetzt geben wollt? Das geht doch nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus? Erstmal noch ein paar Armbrustschützen. Hier haben wir noch Milizen, Waffenknechte, Fußsoldaten. Hier will keiner mitkommen. Ich glaube, mein Fürst hat mich gerade verlassen, ist aber nicht weiter schlimm. Der ist ja noch eine ganze Weile unterwegs und hier haben wir jetzt erstmal richtig schön was abgesahnt. Burg Maras wird belagert. Dahin dürfte der Fürst ja wohl auf dem Weg sein. Das also ist das Ziel der Rodoks. Diese Burg erobern. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich komme sofort und helfe. Greift den Feind an. Helft Telrok. Denn Telrok hat viele gute Truppen von mir bekommen und die will ich nicht sinnlos opfern. Wir brauchen die nämlich noch, wenn es hart auf hart kommt, für die Belagerung von Jalen. Du bist voll in Ordnung, du bist ja so ein Oh oh. Von hier kommen sie alle. Entschuldigung, Verzeihung. Oh, entschuldigt, ich müsste hier mal durch. Sag mal, ist das euer Ernst, dass ihr einen Haufen Rekruten gegen mich schickt? Wir haben Elite und ihr schickt Rekruten, ja? Ey! Hör auf, so flink zu sein! Ich krieg nichts getroffen! Ich verstehe, warum sie alle fliehen. Der Telrok soll nämlich meine Truppen nicht verschwenden, die ich ihm immerhin geschenkt habe, ja? Die brauchen wir für den großen Angriff noch zur Verfügung. Für den großen Angriff auf Burg Jalen. Vielen Dank für eure Hilfe, ist überhaupt kein Problem. Viel hast du? 92 hast du noch. Waffenknecht, Armbrustschützen, Milizen, Fußsoldaten, Ritter. Aufgabe für euch, folgt mir. Der will sich nicht, der will... Oh, ist das ein Arsch. Ach, deshalb wahrscheinlich, weil hier tatkräftig belagert wird. So, jetzt holen wir uns erstmal den König hier. Gemeinsam mit unserem Fürsten. Da hat sich's doch schon gelohnt, dass wir dem die ganzen Truppen gegeben haben. Denn nun können wir vereint kämpfen. Die Schützen platzieren wir hier. Die kommen nämlich bestimmt über die Hügel, hä? Nee, ihr könnt euch hier platzieren. Des Königs Armee. Lang und qualvoll sterbe der König! Oder was? So, während meine Schützen in Position gehen, können meine Ritter nämlich schon mal ein bisschen Freude haben. Was mich einschließt. Lasst meine Ritter in Ruhe, ihr Lümmel! So haben wir nicht gewettet.
Verdammtes Pferd. Das sieht aber alles noch ganz okay aus. Den König haben wir auf jeden Fall erstmal vernichtet. Was für uns eventuell einen Weg nach Jalen geöffnet hat, müssen wir mal schauen, ob das, was wir hier geleistet haben, ausreicht, um uns die Tore zu öffnen. Unsere Armee ist ja auf jeden Fall gewachsen, dadurch, dass der Tellrock jetzt auch so stark ist. Da müssen wir jetzt nur noch schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Weil auch von der Nahrung her haben wir nicht viel Zeit, jetzt groß was einzurühren. Entweder es klappt auf Anhieb, wie es soll. Oder die Nummer scheitert. Der will mir nicht folgen. Dann hole ich mir noch schnell Rekruten. Es sind aber immer noch ziemlich viele Leute hier drin. Der will mir auch aktuell einfach nicht folgen, du. So, da ist ein 38er-Haufen rausgekommen. Der will nochmal einen vor die Fresse. Unsere ganzen Scharfschützen können sich hier platzieren. Wieso zieht ihr euch zurück? Bleibt mal hier. Ihr elenden kleinen Feiglinge. Bleibt sofort stehen. Kann ja wohl nicht sein, dass ihr euch jetzt hier auf den Berg zurückziehen wollt. Das heißt für mich nämlich, dass ich meine Armbrustschützen leider auch mitnehmen muss. Um sie hier irgendwo zu platzieren. Zum Beispiel auf dieser Hügelkette. Seid aber auch blöd. Wieso seid ihr hier rausgekommen? Ihr seid so dumm. Das war euer Todesurteil. Ihr könnt euch doch da oben nicht vor so einer Armee verstecken. Seid erledigt. Erledigt, sage ich. Was machen die Armbrustschützen? Sie kommen und feuern. Die Rückendeckung ist da. Vom Feinde sind jetzt schon nicht mehr viele übrig. Oh, die haben schon wieder zwei bei mir getötet. Was soll das? Na, Hauptsache, die lassen die Truppen meiner Verbündeten in Frieden. Weil da will ich eigentlich keine Verluste groß dulden. Acht Gegner noch. Sechse noch. Fünfe. Viere. Kommt schon. Zack, zack. 3, 2. Na? Haut drauf! Ich komm nicht hoch, ihr macht das! Ach, du bist der Feind, oder was?
Na, ob wir an den jetzt rankommen, das wage ich ja zu bezweifeln. Ist auch gar nicht nötig, wir haben auch so schon gesiegt, der ist wahrscheinlich abgehauen. Oder hat denn der Ritter hier erwischt? Ich glaube nicht. Vielen Dank für die Hilfe, ist überhaupt kein Problem, habe ich gern getan. Es geht hier ja immerhin auch ein bisschen mit um meine Interessen. Armbrust, Fusis, Rittis. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause für heute und beim nächsten Mal schauen wir, wie es weitergeht. Tschüss!